Hey Freunde, damit herzlich willkommen zurück bei Auntür, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Friday Night Funkin'. Ab sofort starte ich auch einfach mit der Facecam hier unten in der Ecke, weil wir landen eh mal hier unten in der Ecke. Also bleiben wir jetzt einfach hier. Wir gucken uns heute wieder eine wunderbare Friday Night Funkin' Mod an. Und zwar spielen wir heute Versus Chris. Soll ziemlich, ziemlich cool sein. Deswegen gucken wir einfach mal rein. Ich glaube, das hat so ein bisschen was von Smoke 'Em Out Struggle. Ich glaube, die Mod hier ist so ein bisschen so ähnlich vom Style her. Deswegen hoffe ich, ihr könnt wie immer einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Wir wollen dieses Jahr noch 200.000 Abonnenten erreichen. Das schaffe ich nur, wenn jeder, der gerade hier ist, auch auf Abonnieren drückt. Vielen Dank. Aber Leute, die Woche heißt Rapping Demons. Wir haben zwei Songs und zwar Bliss and Ivory. Wir spielen erstmal auf Normal und gucken, was passiert. Okay, Freunde. Ja, seht ihr, was ich meine? Vom Stil her Smoke 'Em Out Struggle. Er sieht fast genauso aus wie Garcello. Aber er ist ein Dämon. Okay, und das ist das erste Mal, dass er beschworen wurde. Alright. Und er ist ein Rap Demon. Und will uns jetzt hops nehmen? Ja, Digga, nicht mit mir. 3, 2, 1, okay. Come on, bring it. Okay. Okay. Ey, das ist die Bühne aus Woche 1, oder? Ich hab mich direkt einmal verdrückt, WTF. Alter, ist das langsam. Ich hätte direkt hart nehmen sollen. Das ist voll verwirrend, weil es so langsam ist. Okay, ja, auf hart wird's, glaube ich, richtig nice, der Song. Okay. Alter, ich verdrück mich, weil es so langsam ist. Was? Aber okay, vom Stil her mega nice. Song soweit auch ganz cool. Aber der Typ hat halt keine Chance gegen uns so. Aber es sind auch nur zwei Songs, deswegen schauen wir mal. Wir nehmen ihn einfach mal hops. Und ich kann mir auch gut vorstellen, ich meine, der Typ ist ein Dämon. Gut möglich, dass er sich im nächsten Track nochmal verwandelt oder so. Würde mich nicht wundern. Es wird schneller, oder? Es wird schneller. Oder? Nee, wird nicht schneller, aber ist doch nicht. Okay, gar nicht mal so einfach für den ersten Track auf normal. Aber das war, weil es so langsam war. Das verwirrt mich. Komme ich nicht klar drauf. Okay. Gucken wir uns mal Track 2 an. Track 2 heißt Ivory? Aber wir schauen mal rein. Okay, der nächste Track startet. Aggressiver Beat im Hintergrund, so wie das klingt. Okay. Aber irgendwie sind die Songs alle voll langsam, oder? Kommt mir das nur so vor. Also wirklich sehr langsam die Songs. War ganz cool vom Style her, aber keine Herausforderung, yo. Okay, der Part ist cool. Nice, ja, klingt cool. Aber halt wirklich von der von der Geschwindigkeit her. Ich bin gespannt auf den Song auf Hard. Ich meine, hier passiert ja gar nichts. Er ist ultra slow. Ich schlaf dabei ein, Digga. Das war's. Versus Chris auf Normal. LOL. Okay, wir machen das jetzt nochmal auf hart und hoffen, dass es schwerer ist, okay? Vielleicht ist es auf hart ja ein bisschen anspruchsvoller. Wir schauen mal rein, ey. Aber an sich ist die Mod, naja, geht so, ne? Lässt sich auf jeden Fall angenehmer spielen, wenn es so schnell durchläuft.
Das muss man halt sagen, ne? Dann kann man auch vernünftige Tasten da reinschmettern. Aber trotzdem ultra slow. Was war das denn gerade, hä? Hat meine Hand einen Schlaganfall gehabt? Egal. Aber gibt's noch eine andere Schwierigkeit? Weil irgendwie singt der Typ schneller als die Töne durchfliegen, oder? Okay, nice. Das ist immer noch Track 1, Leute. Was sind das denn für Mods in letzter Zeit? Also, das war jetzt kein Problem für uns. Wirklich nicht. What? Okay, den zweiten Song nochmal. Jetzt auch auf hart. Mal schauen, ob jetzt hier das Level ein bisschen higher ist. Weil am liebsten spiele ich momentan Mods, die richtig schwer sind. Die richtig, richtig schwer sind. Aber der ist so... Stil ist ganz cool. Song ist okay. Aber passieren tut hier wenig. Auffallend wenig. Ich meine, es geht ja nicht mal als Aufwärmübung durch. Gibt's hier noch eine andere Schwierigkeit? Ich habe immer noch das Gefühl, dass die Töne nicht so richtig zum Song passen. Okay. Was soll ich sagen? Es ist genauso wie auf Normal. Es passiert einfach nichts. Hä? Ey, ja, lass laufen. Und fertig. Hä, gibt's hier noch eine Schwierigkeit? Nein. Es gibt easy, normal, hard. Das war Versus Chris Rapping Demons. Hä? Also, er hat nicht schon viele komische Mods, ne? Aber so vom Skill-Level her war das mit Abstand eine der schlechtesten. Die Songs waren ganz cool. Style war auch ganz cool. Aber vom Schwierigkeitsgrad her, ne. Das Video kann ich ja so nicht stehen lassen. Ich habe zum Glück noch einen anderen Mod vorbereitet. Film. Ab. Wir gehen rüber. Zum anderen Mod. Also. Bis gleich. Und damit willkommen im nächsten Mod, den ich eigentlich geplant hatte, einfach nur mal so zwischendurch zu zocken. Vielleicht in einem Stream oder so. Aber dadurch, dass der andere Mod so trash war, machen wir es im Video dabei. Und zwar ist das der Versus Kiryu Mod. Ihr seht da über uns den Kollegen. Er sieht fies aus. Aber nicer Anzug. Und wir haben 3 Tracks gegen ihn. Ich würde sagen, Leute, pass auf. Ne? Das ist jetzt hier ein kleines Zusatzfeature im heutigen Video. Wir gehen einfach auf hart rein. Was soll der Geiz? Muss sich ja auch lohnen, Leute. Okay, das ist Kiryu. Okay. Sieht sehr, sehr nice aus. Und der Tojo-Clan ist direkt an der Tür. Was? Keine Ahnung. Auf jeden Fall fragt er uns, was ein Kind wie wir hier machen. Ja, Bro. Krass rappen. Dich fertig machen. Ist auf jeden Fall das Ziel für heute. Ah, okay. Er will uns nicht gehen lassen. Okay, starke Musik. Oh, wir hatten lange keine rockmäßig angehauchte Musik mehr. Gehen wir sehen. Oha. Oha, ist das krass. Er singt einfach. Okay.
Einfach Anime Opening in Friday Night Funkin'. Voll krass. Richtig stark. Yo. Richtig stark. Yo. Fühle ich, ich hab Gänsehaut. Fühle ich übel. Oha, ist das stark. Yo, ich pack's nicht. Oh mein Gott. Okay, das ist einer der besten Mods, die wir je hatten. Ich wusste nicht, ob der gut ist, aber es ist einer der besten, die wir je hatten. Ich glaube, noch nie ein Track so gefühlt, oder? Das war Track 1. Yo, come on. Fühle ich übel. Oh, er hat jetzt eine Sonnenbrille auf. Ah, okay. Wir sind ziemlich gut, sagt er jetzt. Muss er zugeben. Okay. Ah, krass gesungen, aber was machst du hier? Alles klar, weiter geht's. Okay, let's rock, hat er gesagt. Like a Butterfly heißt der nächste Track. Uff. Was sind das für Songs? Come on! Ey, come on, das ist der beste Mod ever, oder? Leute. Nice. Nice, einfach nice. Richtig gut, ohne Scheiß. Hey, ich kann gar nichts anderes sagen. Wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare. Let's go. Auf jeden Fall ultra nice Tracks mit dem Kiryu aber hops. Okay, okay. Yo, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin komplett von der Musik irgendwie. Weiß nicht. Ich muss. Fühle ich übel. Come on, let's go. Yo, obwohl mir der erste Track ein bisschen besser gefallen hat. Oh, ich bin dran. Yeah. Wir singen ja jetzt die ganze Zeit auch irgendwie so im Duett so. Voll stark. Oh yeah, yeah. Okay, der letzte Part war ein bisschen hart, aber für, also dafür, dass wir auf schwer spielen, sind wir gut unterwegs, oder? So, okay. Shit, hat er gesagt. Oh, jetzt, wir sind zu gut. Einfach zu gut. Okay, er hat uns unterschätzt. Und das ist jetzt... Der Track heißt Discernment. Come on. Bring it, Kiryu. Let's go. Hoffentlich ist der richtig schwer. Ich hab Bock auf einen richtig schweren Track jetzt. Der muss richtig schwer sein. Na, wird das auch noch schwer? Hoffentlich wird's schwer. Okay. Aber es ist nicht schwer. Ich meine, wir sind auch schwer, aber es ist nicht schwer. Ultra nice Tracks. Aber. Könnte ich auch blind spielen? Okay, nee, das vielleicht nicht. Okay. Ja. Oh oh. Oh, vielleicht wird es doch schwer. Okay. Hä?
Okay, nice, aber immer noch nicht schwer. Wirklich nice, aber immer noch nicht schwer. Aber sehr hübsch. War's das schon? Oh, come on, Kiryu. Aber wir haben ihn hops genommen. Okay. Nachdem der Boyfriend und Kiryu ihr Rap-Battle hatten, hat der Boyfriend Kiryu zu einem Drink eingeladen. Mit ihm und seiner Freundin. Wir haben sich super verstanden, nice Zeit gehabt und ja, wir haben gegen Kiryu gewonnen. Nice. Stark. Starker Mod. Ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich hätte gehofft, die Woche ist ein bisschen härter. Ja, also ich habe gehofft, knallt richtig rein, aber die Tracks waren auf jeden Fall stark. Tracks mega gut, schwer war es nicht so, aber ist ja auch mal okay. Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gerne eure Meinung unten in die Kommentare und wir sehen uns natürlich im nächsten Part und im nächsten Video hier auf dem Kanal wieder. Euer Jubber verabschiedet sich. Macht's gut und bis dahin.